erfahren haben, gehört unter anderem die Sicherung der am 10. Dezember 1948 ausgerufenen Menschenrechte zu den wichtigsten Aufgaben der UNO. Was die Menschenrechte nun genau sind, wird uns Marc verraten. Ja, hallo. Jetzt folgt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die hat 4 Seiten, also ich darf euch vielleicht bitten, wenn es euch zu viel wird, hebt mal ein bisschen die Hand und so, dann weiß ich Bescheid, okay? Dann lese ich nur mal die Überschriften vor, okay? Ich fange mit der Präambel an. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen und da verkündet worden ist, dass eine Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung die vorliegende allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. Geht's noch, ja? Okay, Artikel Nummer 1, Menschenwürde. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2, Diskriminierungsverbot. Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3. Grundlegende Rechte. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 4. Verbot der Sklaverei. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. Artikel 5. Verbot der Folter. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Artikel 6. Anerkennung als Rechtsperson. Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig erkannt zu werden. Artikel 7. Gleichbehandlung. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Insgesamt sind es übrigens 30 Artikel. Ja? Nummer 8, Rechtsschutz. Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. Artikel 9, Freiheitsrechte. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Artikel 10. Anspruch auf unabhängiges Gerichtsverfahren. Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein grundrechtgerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.
Artikel Nummer 11, Unschuldsvermutung. Kein rückwirkendes Strafgesetz. Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. Zweitens, niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohten Strafe verhängt werden. Eine Hand habe ich schon gesehen. Ich lese vielleicht nur mal die wichtigsten Sachen vor. Ja? Artikel 12, Schutz der Intimsphäre. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja? Das, was wir jetzt bei der NSA wahrscheinlich bemerkt haben. Artikel 13, Freizügigkeit. Ich glaube, das muss ich vorlesen, weil das verstehe ich nicht. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Okay, verstehe. Ja? Asylrecht Nummer 14. Ich kann in jedem Land Asyl beantragen, sozusagen. Nummer 15, Staatsangehörigkeitsrecht. Nummer 16, Gleichbehandlung der Geschlechter. Ich glaube, einfacher geht's nicht. Nummer 17, Recht auf Eigentum. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch Gemeinschaft mit anderen Eigentum inne zu haben. Und man darf dieses Eigentum natürlich auch nicht berauben. Nummer 18, Gewissens-, Glaubens- und Meinungsfreiheit. Nummer 19, Informationsfreiheit. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Nummer 20, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das, was wir da heute machen. Nummer 20, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit habe ich schon, Recht auf Mitwirkung und Wahlrecht, demokratische Mitbestimmung sozusagen. Artikel 22, Recht auf soziale Sicherheit. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Nummer 23, Recht auf Arbeit. Nummer 24, Recht auf Freizeit und Urlaub. Artikel 25, Anspruch auf soziale Fürsorge. Artikel Nummer 26, Recht auf Bildung. Jeder hat das Recht auf Bildung, die Bildung ist unentgeltlich. Zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Artikel Nummer 27, Recht auf kulturelle Mitwirkung. Nummer 28, gerechte internationale Ordnung. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erläuterung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Artikel Nummer 29, Gemeinschaftspflichten. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. Nummer 2, jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohls in der demokratischen Gesellschaft zu genügen. Nummer 3, diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Nummer 30, Auslegungsregeln. Keine Bestimmung dieser Erläuterung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Danke. Ich hoffe, es war zum Aushalten. Danke, Marc. Haben Sie dich doch nicht früher entlassen? Thank you.